Hi Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rider. Und wir werden heute wieder Rider spielen. Yay! Super. Der Ton wieder mal völlig hier am Start. Oh, wir bekommen gerade noch 100 Juwelen. Und Leute, wir nähern uns immer dem Unboxing, das ja ziemlich heftig sein wird, weil ich werde so schauen, dass man das vielleicht so 20 Packs öffnen kann. Ist zwar viel, aber irgendwie wird das schon gehen. Und natürlich unser Ziel oder mein Ziel für heute ist 100 zu erreichen. Was schaffen werde, das werdet ihr im Laufe von der Folge erfahren. Aber wenn ich mich natürlich wieder konzentriere, so wie jetzt, dann kann ich euch jetzt schon gerade sagen, dass das nicht funktionieren wird. Und Leute, ich habe etwas Neues wieder mitbekommen, das ich heute wieder ansprechen werde. Nämlich, kennen ja ziemlich viele Mr. Newstime oder so. Keine Ahnung, wie der Kanal genau heißt. Aber auf jeden Fall hat er ein Video gemacht zu den neuen Regeln, die YouTube machen will für die Monetarisierung. Und ich wollte einfach heute mal ein bisschen so drauf eingehen. Und da, als ich das so gehört habe, dachte ich mir zuerst, was labert der für ein Quatsch. Und dann dachte ich mir, wenn das jetzt stimmt, was er sagt, entweder hat er sich verredet, ich habe falsch zugehört, oder YouTube meint das wirklich ernst. Weil unter anderem hat er gesagt, ja, also in einem Jahr, da muss man, ich weiß nicht genau mehr, wie viel es war, auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie 40.000 Stunden muss man im letzten Jahr gemacht haben, damit man überhaupt Monetarisierung freischalten kann, sozusagen. Und da dachte ich mir einfach nur so, willst du uns jetzt irgendwie verarschen? Weil es gibt ja viele YouTuber. Aber zum Beispiel ein YouTuber wie Promiflash, nicht mal die machen, würden das schaffen. Und wenn man es in Minuten umrechnen würde, dann denke ich mir trotzdem immer noch, YouTube, willst du mich verarschen? Zum Beispiel, weil ich bin auf ein Ergebnis von 20 Minuten im Tag gekommen. Ja, ist jetzt nicht gerade so viel, also kann man sagen. Aber ihr müsst bedenken, zum Beispiel ein YouTuber wie Julian Bam könnte das niemals erreichen, weil er ja viele, also er macht ja sehr tolle Videos, aber er kann halt diese Videos nicht jeden Tag bringen, weil man merkt ja auch, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Also das geht auch schon wieder nicht mal auf. Und da finde ich so einfach diese Regelung, das mit dem, wie viele Stunden man machen muss, die finde ich einfach absolut behindert. Weil ich könnte jetzt eigentlich auch nur so machen, dass ich einfach jeden Tag die Kamera 20 Minuten laufen lasse und gar nichts mache. Aber dafür trotzdem Geld verdiene. Aber zum Beispiel ein YouTuber wie Julian Bam, dem würde dann noch die Lizenz auch wieder weggenommen werden, weil er das nicht erreicht hat. Und das ist ja natürlich ziemlich absurd eigentlich. Und dann das Zweite, dass man mindestens 1000 Abonnenten hat.
Ja, klar, kann man jetzt auch irgendwo noch verstehen. Aber 1000 Abonnenten, es gibt viele kleinere YouTuber, die schon mit den normalen Grundregelungen von YouTube ziemlich überfordert waren. Weil ich meine, jetzt, was in den letzten Jahren passiert ist. Ich meine, früher konnte jeder Werbung schalten, der Werbung schalten mochte. Ich will jetzt sterben, ich gehe jetzt da rein. Ja. Der das wollte. Früher, dann musste man das mit den 10.000 Aufrufen schaffen. Da dachte ich mir ja schon, ja, komm, das finde ich, das fand ich sogar noch gut. Aber jetzt das neue System, da denke ich mir nur so, hä? Also wirklich, das würde ich empfehlen, würde ich dem YouTube-Team nochmals zu verbessern entscheiden müssen, das. Das war das gute Deutsch. Und das Zweite, das natürlich auch wieder ziemlich etwas Aktuelles ist, ist nämlich die Sache um Logan Paul. Anscheinend soll ihm ja jetzt die sogenannte Lizenz für YouTube weggenommen werden. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das finde ich auch gut so. Also das soll uns ruhig machen, weil er hat Mist gebaut und er hat ja sogar in seinem Entschuldigungsvideo gesagt, dass er nicht dass er nicht damit rechnet, dass man ihm verzeiht oder auch eine Art, er will das nicht. Und wenn er das ja auch nicht will, dann muss man es auch nicht. Aber dann verstehe ich auch nicht, warum man dann so ein Video macht, wenn sie einem sowieso nicht verzeihen. Also, das ist wie ich entschuldige mich, obwohl ich genau weiß, dass der andere mir nicht vergibt. Aber ja. Das, was er ja abgezogen hat, also in diesem Selbstmordwald oder wie das hieß, also das, da muss ich sagen, das finde ich eigentlich nur sehr gut, wie da gehandelt wurde, weil so etwas gehört sich einfach nicht auf YouTube. Auch Leute, die irgendwie so rein schon viel weniger schlimmen Content machen, finde ich trotzdem einfach so, ne. Und auch wenn es jetzt nur einmal ist oder so, trotzdem, ja. Weil wenn man so mal auf YouTube geht, man findet eine Videos, wo man sich nur so denkt, was geht in deinem Kopf vor? Ja, wahrscheinlich denkt ihr das auch, wenn ihr gerade dieses Video seht. Aber eben, das ist auch wieder so eine Sache. Und eigentlich wird das ja noch speziell geregelt, aber ich glaube, da wurde eigentlich auf die ja, auf die Regel auch ein bisschen von YouTube selber missachtet. Weil man hat immer eigentlich so ein, wie nennt man das, so ein, so ein Protokoll, wie du gerade zu YouTube stehst. Wenn dich viele zum Beispiel melden oder wenn du irgendwie halt ganz viele Claims hast oder eben deine Videos sehr oft gesperrt werden, dann wirst du wieso von YouTube markiert. Nein, das ist das falsche Wort. Aber auf jeden Fall sinkt dann so deine Beliebtheit an YouTube und YouTube mag dich nicht mehr. Also so kann man das eigentlich ausdrücken. Finde ich eigentlich auch noch ganz gut geregelt. Also dass man so sagt zum Beispiel, ja, du hast jetzt fünfmal irgendwie so YouTube ein Video gemacht, was wirklich unterste Liga war und du hast ziemlich schlimme Sachen gemacht, dann du wirst eigentlich so von YouTube abgestoßen. Das ist eigentlich noch eine gute Regelung.
Und Leute, ich würde sagen, wir machen noch diesen Lauf und dann ist diese Folge auch schon beendet. Und damit würde ich sagen, ciao Leute und bis zum nächsten Mal und ciao Leute.